Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, bei der ich gerade sehe, dass es immer noch Nacht ist und ich mich jetzt erstmal hinhaue. So. Ich habe mir im Off schon mal eine goldene Mohrrübe besorgt. Dafür habe ich mir ein paar Goldnuggets aus den Goldbarren gemacht. Und um eine Möhre das Ganze rumgepackt. So, und jetzt holen wir uns vorerst mal Kürbisse. Und dann steht ja der erfolgreichen Zucht kaum noch was im Wege. Kürbisse waren hier irgendwo, genau. So. Hep, hep. Und Kürbisse hieß es ja, kann ich mir auch als Helm tragen. Ah ja. Ja, okay, das sollten wir aber sein lassen. Okay. Hä? Ah, jetzt habe ich ihn, alles klar, perfekt. Gut, jetzt haben wir ja theoretisch alles. Alles, was wir den Leuten geben können zum Züchten. Es hieß ja, wenn ich was gefüttert habe, kann ich es nicht mehr züchten. Ich guck mal, ob das jetzt... Na, sieht so aus, als würde das hier nicht mehr gehen. Jetzt haben die doch beide Herzchen gehabt, oder? Habt ihr das gesehen? Ja, die haben beide Herzchen. So. Wenn die jetzt beide Herzchen haben, heißt das, das hat bei denen zumindest schon mal so funktioniert. Glaube ich. Und jetzt testen wir das Ganze nochmal bei den anderen Pferdchen da oben. Und dann müssen wir auch mal gucken, wie kriegen wir eigentlich orangenen Farbstoff? Ist ein Kürbis oder eine Mohrrübe orangener Farbstoff drin? Das muss ich auch nochmal dann nachschauen. Damit ich dann das Z vorne schon mal orange machen kann. Oh, oh. Hey, geh mal da wieder rein. Was macht ihr denn hier vorne alles? Romero, wo ist denn? Da ist, okay. Ich ziehe euch mal lieber ein bisschen zusammen. Ich ziehe es ja 9 Blöcke. So. Okay, Romero, goldene Karotte. Und du, goldener Apfel. Es sieht aber nicht so aus, als würden die jetzt großartig wollen. Ich glaube nicht, dass man diese beiden Farben hier kombinieren kann. Ich schaue nochmal, vielleicht kann ich noch ein paar Nuggets herstellen. Und das war ja die Frage auch schon in den Kommentaren, wenn es so viele Probleme gerade macht, Zebras zusammenzuholen, ob ich da nicht einfach Zebras da drin spawnen soll. Also ob ich quasi in den Creative Mode gehe und mir das Ganze ein bisschen abkürzen und einfach Zebras da drin spawnen. Ist schon irgendwas passiert? Ich habe eben noch gerade noch Herzchen gesehen. Weil das beides sind ja definitiv Wildpferde. Das heißt, mit zwei goldenen Karotten könnte ich das dann alles erledigen. Moment, wenn ich den hier in die Mitte lege, müsste ich doch Nuggets dafür bekommen. Ne, Gold Ingots. Genau, Gold Nuggets, Gold Nuggets. So. Das heißt, einmal das hier und einmal das hier. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das jetzt funktioniert, weil im Endeffekt könnte ich das natürlich auch mal. Also solltet ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, wie es euch lieber ist. Hm. Ach, das ist doch alles scheiße. Okay. Nun gut, ich habe es versucht, aber irgendwie habe ich, glaube ich, weil die... Mir wurde davon geschrieben, dass das wahrscheinlich nicht mehr geht. Aber die haben beide jetzt die Kerzchen. Also vielleicht kommt das noch. Es hieß ein halber Tag. Kommen wir einfach dann mal später nochmal wieder. Dann gucken wir jetzt lieber mal, dass wir orangenen Farbstoff bekommen. Also das heißt, ich gebe mal eine Karotte, oder? Was ist denn orange? Karotte? Ist orange und der Kürbis ist orange. Braucht man für den Kürbis nicht, um den anzupflanzen, die Kürbissamen? Kriegt man die aus... Oh, da bin ich so unbegabt im Kürbispflanzen.
Also wir gucken auf jeden Fall mal nach, ob da dann irgendwie ein Tier rauskommt. Okay, da passiert also nichts. Und das hier wird... Ah, Kürbissamen. Okay, das passt schon mal. Das heißt aber, wir brauchen wahrscheinlich diese orangenen Blümchen dafür. Wir brauchen ja ein bisschen mehr Einfärbemittel. Dann machen wir es doch einfach so, dass ich hier mal ein bisschen rumgucke, ob ich hier irgendwo orangene Blümchen finde. Und dass wir schon mal das machen können, mal die Schafe einfärben. Da vorne sind rote. Ist doch die Frage, machen wir einfach rote auch noch vielleicht? Die sind gelbe Blümchen, orange brauchen wir aber. Aber generell können wir mal diese roten Rosen hier ein paar mitnehmen. Die machen sich ja als Dekoration vor dem Zoo ganz gut. Aber eben, wie gesagt, schreibt mir am besten nochmal in die Kommentare rein, wie euch das lieber wäre. Also wenn wir lieber nicht cheaten sollen, dann gucke ich, dass ich nebenbei versuche, so ein bisschen das zu machen, weil es soll ja auch nicht den Hauptaspekt hier machen, die Zucht. Ich gucke einfach, dass ich... Verdammt, der hat sich weggebeamt. Wo ist er hin? Ah ja. Okay. Viel Motzen, wenig dahinter hier. Ja. Gelb. Was haben wir denn da? Ich dachte, das ist eine Pflanze. Was ist denn das? Eine Grille. Gelb. Schafe. So. Wow. Da gibt. Was war das? Das ist doch ein Enderman. Steht er hier jetzt noch irgendwo? Das macht mir jetzt gerade echt ein bisschen Sorgen. Ich würde sagen, okay. Wir gucken mal hier runter. Okay. Spitzhacke brauchen wir natürlich auch noch. Sehr gut Eisen. Boah, also richtig gut Eisen. Ui. Krass, hier ist so ein Canyon. Da drüben ist ein Skelett. Haben wir noch irgendwas zum... Ja, nur diese normalen Steine, aber... Gut, dann nehme ich die jetzt mal. Dieses Geräusch von dem Enderman macht mir immer Sorgen. Ah, da drüben ist noch Eisen. Sehr gut. Das ist echt, dass das Gefühl, die ganze Zeit steht ein Enderman neben dir. So.
Was soll hier? So tief wollte ich eigentlich hier gar nicht reingehen. Okay. Das Lava. Oh, da hinten ist was. Ein Golem. Oh, 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 oh. Hilfe, 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 Hilfe. Nicht, ich will nicht wieder vom Golem erworfen werden. Ich glaube, hier gehe ich jetzt dann erstmal raus. Mir ist gerade alles ein bisschen zu unsicher. Hier ist auch noch Nacht draußen. Vor allem dieses Enderman-Geräusch auf die Dauer, das ist echt nervig. Okay. Der ist doch hier irgendwo in der Nähe. Super. Gut, dann nutze ich das jetzt mal, um die Grüße loszuwerden, denn die Linnea Applestorm grüßt die Jana Rainbart. Oh Gott. Erschreck mich nicht, du Schaf. Und dann wird noch der Lukas Kasia gegrüßt. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und dann gucken wir doch mal, ob wir... Was? Da ist ein schwarzes geflügeltes Pferd. Okay. Das ist ein Nachtmahl. Oh Gott. Den habe ich hier schon weg. Oh nein, 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 die sieht mit. Müssen wir uns mal markieren, die Stelle? Kann man den irgendwie zähmen? Okay, dann verabschiede ich mich aber auch hier für diese Folge. Oh Gott, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, ciao, ciao.